Hallo Halli, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, euer alter Knacker aus dem rostigen Städtchen der Lenkbach im Wienot. Ich sitze hier an meinem selbst persönlich gekauften YouTube-Videotisch im Saal Klassik, das eitle Kinderkram, das irgendwann als Museum für Flipperautomaten und Lego-Sets eröffnen wird. Und ich habe euch was mitgebracht. Einen lila Ball. Tja, genug damit bringseln. Ich habe euch noch was mitgebracht von der Firma Lego. Wahnsinn, haltet euch fest. Es ist unglaublich toll und überhaupt. Vorsicht! Da ist er! Haha, da ist es! Haha! Wahnsinn, ist das nicht groß! Ui, ich fürchte mich. Es ist die Nummer 8860 aus der Lego Technik Serie. Das Autofahrgestell aus dem Jahr 1980. Der Nachfolger vom Autofahrgestell, dem Roten, ihr wisst schon, wen ich meine, aus dem Jahr 1977. Dieses Baby hat 668 Lego-Elemente oder Teile integriert und es war ewig lang im Katalog, weil es nämlich eine echt tolle Sache ist. Es war von 1980 bis 1987 im Lego-Katalog. Den Deutschen versteht sich von selber. Eine Drehung haben wir schon durch. Jetzt machen wir noch die Hochkantdrehung, dass ihr auch das Unterteil schön seht. Ach, das klingt wieder absurd. Schaut, wie schön schwarz das von unten ist. Ist das nicht toll? Unten schwarz, bisschen grau, bisschen gelb bei der Auspuffanlage. Und von oben rote Sitze, blaue Elemente. Wunderbar! Und dem nicht genug, nicht nur, dass es so toll aussieht, so super tolle Vollgummiräder auf grauen Felgen hat. Nein, es hat Funktionen. Und zwar, fangen wir vorne an. Es hat eine Zahnstangenlenkung. Ich halte das da mal ein bisschen hoch, damit ihr genau seht, was sich da abspielt, wenn ich am Lenkrad drehe. Schaut euch das mal an. Das innere Rad, also das kurveninnere Rad, schlägt stärker ein als das kurvenäußere Rad. So wie das halt bei einem Auto sein muss. Eigentlich ganz simpel gelöst. Man hat einfach die Drehplatte um eins nach hinten gesetzt und aufs andere nochmal drauf gebaut. Ganz eine simple Variante. Die Standard-Zahnstangenlenkung, großes Lenkrad. Eine Stange, zwei Kardanelemente. Und schon sind wir beim kleinen Zahnrad, das hier die Stange hinten. Erinnert euch, beim Vorgängermodell war das umgekehrt. Da war vorne die Mechanik. Die haben einmal ums Eck kurbeln müssen. Was die Sache natürlich schwieriger gemacht hat. Hier ganz simpel. Weiter nach hinten. Er hat Sitze. Aber haltet euch fest. Also S, Entschuldigung, S. Es ist ein S. Es ist kein R. Nicht männlich. Es hat Sitze. Es hat Sitze, die man per Zahnrad nach vorne und nach hinten kurbeln kann. Und dem nicht genug, mit diesem Zahnrad, kann man sie zu Liegesitzen, Moment, ich muss nach vorne, kann man sie zu Liegesitzen wandeln. Der Traum jedes jungen Menschen, ein Auto mit Liegesitzen. Ich sage euch gleich ein bisschen was zur Mechanik, ich mache das nur beim anderen, dass ihr das mal ohne meinen Klebeln seht. Vor, zurück. Ist total simpel gelöst. Da unten sind die Technikachsen. Die sind durch Technikelemente durchgestopft und da geht eine Welle durch den Sitz und ein kleines Zahnrad macht das da hinten an einen Girex, wie man so schön sagt, an einem Blättchen mit Zahnradköpfen dran. Ja. Von steil bis flach. So. Ein Schritt weiter. Wir haben eine Federung. Zack, wir hatten eine Federung. Das war sie, die Federung. Da haben wir wohl einen Arbeitsauftrag. Wieso ist denn das jetzt? Nein, wir hatten keine Federung. Das ist genauso, wie es sein soll. Ach, die geht ein bisschen. Die ist jetzt nicht. Ah, diese Vollgummiräder verkeilen sich auf meinem Tisch. Die Federung ist hier so eine Clip-Clap-Federung. Das heißt, nicht parallel geführt. Ich zeige euch das mal so.
wenn ich ein Rad drücke, dann klappt das einfach so nach oben. Da könnte man jetzt sagen, na, das gefällt uns nicht so. Aber ich kenne einige Autos, bei denen das wirklich so ist. Oh, Volkswagen. Könnte man jetzt behaupten, da gibt es Fahrzeuge, die so sind. Also, und es gibt ein Differentialgetriebe. Das ist neu, meine Freunde. Schaut, ach so, muss ich so halten, sonst seht ihr das nicht. Hier gehen die Wellen des Rades über diese Genickkardanelemente in ein Differentialgetriebe. Das heißt, wenn ich hier nach vorne drehe, dreht sich es dort nach hinten und umgekehrt. Man muss natürlich den Motor blockieren. So, dreht sich es hier in die andere Richtung. Und erst wenn beide Räder fix am Boden sind, können sie was? Ja, sie können den Motor bewegen. Also hier bewegen wir den Motor und in echt bewegt der Motor die Räder. Das heißt, wenn ich jetzt hier schiebe, dann dreht sich da oben die Motorgeschichte und seitlich fahren fröhlich die vier Kolben, also links und rechts jeweils zwei Kolben des Boxermotors hin und her. Und weil wir gerade dabei sind, es gibt eine Gangschaltung. Wahnsinn! Schaut mal her, da kann man hier so nach vorne und nach hinten, so. Und wenn man geschalten hat, dreht sich jetzt der Motor schneller und schalte ich in die andere Richtung. Das eckt ein bisschen. Dann dreht er sich noch schneller. Also, jetzt hätten wir den niedrigeren Gang und hinten haben wir den höheren Gang. Es sei hier zu erwähnen, dass original geplant war, dass man hier den Schalthebel noch weiter nach vorne geben kann. Also in einen noch niedrigeren Gang. Das wurde aber dann durch dieses Blättchen verhindert, weil es da bei den Zahnrädern so eine Kracherei gegeben hat. Nicht von mir, sondern von der Firma Lego. Die Zahnradgeschichten sind aber vorhanden für drei Gänge. Die sieht man hier wahrscheinlich nicht so toll. Ich halte das mal möglichst nahe an euch ran. Müsst halt am Bildschirm ein bisschen näher kommen oder ihr zoomt es euch ein bisschen auf. Ihr könnt das ja eh. Ja, und hinten ist dieser wunderbare Motor. Ich mache das jetzt nochmal so. Ich werde jetzt unten am Differentialzahnrad drehen, dass ihr seht, wie der Motor arbeitet. Während ich da kurbel, da drehen sich dann natürlich die Räder mit. Egal. Ich sehe, dass ich gerade ein bisschen neben dem Gang bin, da werde ich nachhelfen. So. Und dann seht ihr, wie schön der Boxermotor hier arbeitet. Also, ich finde das ein echt gelungenes Set. Das ist die erste bewusste Erinnerung an einen Lego-Katalog, dass ich dieses Riesen-Wuzi gesehen habe und es gerne gehabt hätte. Da hatte ich aber nur die ganz kleinen Sets, ja. Das heißt, das stimmt nicht ganz. Ich kannte den Lego-Katalog aus den späteren Jahren, so 85, 86, wo dieses Fahrzeug noch drinnen war, aber schon viele neue kleine Sets. Also zum Beispiel Universal-Sets. Und die Universal-Sets hatte ich, die günstigen, so ein kleines Wunder, ich war ja 8 Jahre oder was, ne? 7, 8 Jahre. Und das war natürlich immer der Traum. Und dann war ich bei einer sehr netten jungen Frau zu einer Geburtstagsfeier eingeladen und wusste, dass der Bruder das hat. Und ich hätte es so gerne gesehen, hätte ich es. Es war aber nicht aufgebaut. Und dann hat er gesagt, bauen wir es doch auf. Und er hat gesagt, na, schau mal, was die Sitz für eine Arbeit sind. Da sitzen wir Stunden. Macht dir nichts, bauen wir es auf. Nein, hat er gesagt. Ich habe es nie gesehen. Erst jetzt als alter Knacker, ja, mit 40 Jahren, nicht ganz, mit 39 Jahren, habe ich dieses Modell bekommen. So arm bin ich. Die Abmessungen schulde ich euch noch. Und jetzt bitte, haltet euch fest, denn das Ding ist groß. Das geht mit Mühe und Not noch in eine Vitrine. 46 cm Länge. Die Höhe ist jetzt nicht so beeindruckend. Wenn die Sitze aufgeklappt sind, sind es 14,5. Und wenn man die Sitze runterklappt, sind wir beim Lenkrad bei 13. Kann nicht stimmen. 13,5. 14,5. Das ist nur ein Zentimeter Unterschied. Das war auch, ach so, wenn man so seitlich schaut, ist die Täuschung. Ach ja, ist nur so. Und die Breite. 20 cm. Wow, ist das ein tolles Ding. Ich drehe es nochmal für euch. Ich
bin so begeistert, ich drehe das jetzt nochmal für euch, damit ihr nochmal alle Richtungen gesehen habt. Es ist ein geniales Lego-Set. Und trotzdem so ein kurzes Video. Es ist unglaublich. Immer kürzer werden meine Videos. Ich bin der Kurzvideomann von und zu überhaupt. Also dieses Set. Also wenn euch das unterkommt, unter 150 Euro schnappt es euch. Es ist es definitiv wert. Ihr könnt es natürlich, wenn ihr eine klassische Lego-Sammlungskiste habt und ja zufällig diese Räder drinnen sind, alles andere außer den Rädern, sie ist ja sehr häufig, ja, die Wasserhähne sind knapp, aber weil unter uns, wenn ihr es nachbaut und ihr habt die Wasserhähne nicht, dann nicht so tragisch. Aber es ist echt genial, das Ding. Ich finde es super. Ich finde das echt toll. Und es ist alles leichtgängig, es eckt nichts, es ist ein super Set. Kauft es euch. Ja, noch besser. Kauft es euch bei mir. Lasst es euch von mir fertigen. 580 Euro. Mach ich euch Spezialpreis. Mach dir Spezialpreis. 580 Euro. Kaufst du her, gibst du mir Cash. Ich such dir die Teile, ich baue dir und ich gebe dir hochglanzpoliert. Hä? Ja, was bleibt? Die Hausübung. Finde heraus, warum alle über unseren Bundespräsidenten Van der Bellen herziehen. Ja, mach das mal. Ist nicht so schwer. Ist nicht so schwer. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann, sicher im Eitle-Kindergarten.